Tja. Mir fehlt gerade das Rätsel des Lebens. Das ist gerade echt das Problem. Beziehungsweise müsste ich nochmal reingucken in die Chamber of Birth. Das können wir vielleicht nochmal machen. Den anderen Weg dann. Vielleicht haben wir dort ja irgendwas vergessen. Weil die obere Seite, die haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Dort haben wir die Frau gefunden. Das Schild reicht ja scheinbar nur nicht, auch wenn ich das nicht ganz verstehe, wieso nicht. Ich könnte mit der Heilungsfee dorthin. Wobei die auch nicht genügend heilen wird. Also wenn alles schief geht, dann können wir den vielleicht auch so töten. Nur das will ich eigentlich nicht. Dass wir das dann irgendwie so hintricksen müssen. Ach so, stimmt, wir müssen den Drachenknochen ja noch zurückbringen. Genau, das können wir auch mal machen. Wir haben ja den Drachenknochen gefunden. Die Frage ist nur, wo muss er hin? Was haben wir dort unten links? Gehen wir da vielleicht nochmal hin? Vielleicht müssen wir den da dorthin bringen, weil das Symbol ist so komisch. Oh, was ist das denn? War die Statue da schon immer? Oder ist das der Drache, der den Knochen will? Vielleicht. Wie gesagt, früher war das nicht so, dass man den Drachenknochen irgendwo hin zurückbringen musste. Shaped like the head of a certain dragon statue. Use this item with the item button to set it in this proper place. Also, damit haben wir die Drachenstatue gefunden. Huch. Achso, auf seine Brust kann man stehen, okay. Sehr schön. Und damit haben sich diese ganzen Dinge hier gelöst. Hat man ja davor schon gesehen, dass die da überall so rumstanden. Also im Weg. Und die können wir jetzt umgehen. Sehr schön. Coole Sache irgendwie. Vor allem natürlich auch schön, dass das auf der Karte angezeigt wurde. Das macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Wunderbar, damit haben wir das. Damit können wir hier jetzt weitermachen. Und ich glaube, dass wir uns da gleich jetzt auch ein Item holen können. Hi, Belzebub. Ich rutsche hier mal so ein bisschen rein. So. Stimmt, den Weg haben wir ja schon so freigeräumt. Achso, dann gibt es noch mal was wir uns holen können, genau. Dort oben gab es ja noch eine Kiste. Die können wir jetzt auch holen, beziehungsweise die können wir schon die ganze Zeit holen. Da weiß ich jetzt aber wie. So, dort oben nämlich. Ich glaube, da war auch eine Software drin, nicht wahr? Ich glaube, eine eher uninteressante. Kann das sein? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und zwar einfach bloß mit Shurikens. Oder mit jeglichen anderen Sub-Weapons kann man die einfach öffnen. Und dort ist was drin? Bounce Shot. Nochmal eine Software. Bounce Shot, Nicole 6 Flash Game. Take out enemies with bouncing bullets in the shooting title. Wofür ist das? Ist das vielleicht die Combo? Das Combo ist sich doch bestimmt ein Miracle. Halt, Quatsch. Ja. Das könnte für die Itemfeen gut sein. Ich bin mir gar nicht sicher, was Bounce gerade gebracht hat. Können wir auch mal nachschauen. Ah, und da sieht man ihn nochmal. Den anderen. Diesmal habe ich ihn auch gesehen. Diesen anderen komisch aussehenden Typen. Und jetzt haben wir es genau richtig gemacht. Sehr schön. Jetzt sind wir von der richtigen Seite gekommen. Und das heißt auch, dass er dort jetzt... dass wir dort jetzt weitermachen können. Prima. Oh, und man bekommt hier so viel Erfahrung von den Viechern. Im Shrine of the Mother, das ist echt schön. So. Ah, ich hasse diese Kung-Fu-Affen. Allgemein, die ganzen Gegner sind ja schon ein bisschen nervig hier. Aber wie gesagt, sie geben halt gute Erfahrung. So, dort oben ist es auf jeden Fall mal das Siegel. Da. Und wir können jetzt auf jeden Fall besser durch. Was gibt's denn hier? The Land Watches Over by Eight Spirits. Achso, The Land Watched Over by Eight Spirits. Also... Das Land wird bewacht von acht Geistern. Okay, man muss bloß immer den richtigen finden. Dann ist es viel schnell hinüber. So, und wenn wir hier jetzt rüber gehen, dann sehen wir da drüben eine Statue. Eine Statue. Eine Schatzkiste. Und können wir die ganz einfach so mit der Lampe der Zeit öffnen? Schauen wir gleich mal. Hä? Wieso wurde das denn nicht aktiviert? Wieso hat sich das denn gegen
gegen den Effekt der Lampe der Zeit gestellt. Das verstehe ich nicht ganz. Was werden hier für Spielchen gespielt? Okay, es geht also nicht mehr nur mit der Lampe der Zeit. Ich brauche noch irgendwas anderes. Interessant. Na, schauen wir mal, was es da noch zu finden gibt. Oder zu machen gibt. Da habe ich jetzt nämlich echt keine Ahnung, was man da noch machen muss. So. Jetzt können wir aber auch hier rüber. Und was haben wir hier? Halt, nein. So. The philosopher reveals the path only to the chosen one. In these depths dwells a great spirit. Also, der Philosoph öffnet den Pfad nur zu dem Auserwählten. In diesen Tiefen wartet, oder wie heißt's, ich bin mir gerade gar nicht sicher, was Dwell nochmal heißt. Ich weiß, was es heißt, aber lungert, könnte man sagen, oder wie gesagt auch wartet, ein großer Geist. Ist damit diese Tiefe hier gemeint? Muss man den Hund töten? War es früher irgendwie ein Rätsel, mit dem Hund zu töten? Ich bin mir gar nicht sicher. Zumindest alle Gegner zu töten. War, glaube ich, früher ein Rätsel. Also damit den Hund im Original. Ah, komm, noch ein Schlag. Nee, toll. Wir könnten es hier auf jeden Fall mal deaktivieren. Aber da haben wir auf jeden Fall den Curse noch. Das ist die Kiste, von der wir gelesen haben. Die Verfluchte. Und dort sollen wir ja... Kommen wir von dort unten einfach so rein? Ich glaube nicht, nicht wahr? Nee, dafür müssen wir auf jeden Fall was anderes haben. Vielleicht den Philosophen? Was war das denn? Also manchmal sind irgendwie komische Sachen dabei. Mit den Bewegungen. Ja, gut. So, jetzt ist aber die Frage, wo war der letzte Philosoph? Den müssen wir theoretisch noch finden. Hier glaube ich ja mal nicht. Nee, es steht ja dran. Also die Räume werden ja nochmal anders angezeigt, wenn man es hier mal anschaut. Halt, nein. Hier, dann sind es rote Türen. Ich glaube, dort war keiner. Nee, gab es hier noch irgendwas zu holen? Es ist halt echt die Frage, wenn man so weit zurückgeht. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber nicht. Halt so. Nein, Quatsch, was tue ich denn? Gibt's hier einen Philosophen? Nein, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Glaube ich auch nicht. Wir haben hier sogar die Karte, also von dem her nicht. Gibt's hier einen Philosophen? Hier gibt's ja eigentlich bloß Mulbrook. Das dort oben haben wir. Nee, okay. Ich kann es bloß gerade abgehen, weil der vierte fällt mir gerade nicht ein, wo der sein soll. Dort war ja schon einer. Dort ist ein geheimer Raum, den haben wir ja, genau. Aber ansonsten fällt mir auch nichts ein. Chamber of Extinction. Haben wir auch keinen. Hier gibt es noch ein paar Rätsel zu lösen, aber die sind auch erst so ein bisschen Endgame. Da haben wir... Gut, wir sind ja auch schon so ein bisschen Endgame. Aber hier müssen wir auch noch einen Boss töten, von dem her hat das alles noch ein bisschen Zeit. Hier ist auch keiner, aber hier müssen wir auch noch dringend was machen. Geht es vielleicht jetzt schon irgendwie? Vielleicht hat irgendein Philosoph ja den Pfad geöffnet. Nein. Wieso nicht? Ja, gut, okay, dann kommen wir hier immer noch nicht hoch. Da sieht man ja, dass es da hoch geht, aber wie gesagt, der Weg wird noch versperrt. Endless Corridor, da war ja auch keiner. Aber können wir dort jetzt hoch? Dort gab es ja, glaube ich, im zweiten. Halt. Hat die jetzt nochmal was zu sagen? Nee. Die will mir immer noch nichts geben, aber komisch. Wir haben doch jetzt alles für die Feen, oder nicht? Naja. So, gehen wir nochmal in die zweite Ebene, genau. Und schauen uns dort jetzt nochmal kurz um. Und zwar genau hier hinten. Noch eins weiter hinten.
hier. Hat sich das immer noch... Doch, es hat sich geöffnet. Okay. Das war dann also der zweite Philosoph. Aber wo führt das hin? Oh. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß, was wir hier bekommen. Das ist sehr wichtig. Und das ist sehr eklig, das Rätsel hier. Ist ja an sich gar kein Rätsel. Ist einfach nur eklig. Ja, so eklig ist es nicht mal. Geht doch ganz gut. Man darf einfach bloß nicht zerquetscht werden. Jetzt lesen wir aber das dann nochmal. Ja, the translation Software has completed learning the ancient characters. Ah, sehr schön. Damit können wir jetzt alles lesen. Oh, perfekt. Read all the paleographies. Paleographies. Okay. Look to the weapon in thy hand. The key to the awakening lies within. Okay. Also schau in die Waffe in deiner Hand. Der Schlüssel zum Erwachen liegt darin. Und damit ist sicherlich das Schlüsselschwert gemeint. Denn damit, naja, das ist ja der Schlüssel. Weil das ist ein Schlüsselschwert und da müsste auch der Schlüssel drin sein. Und damit können wir auf jeden Fall noch was tun. Und damit, ja, wusste ich doch, bekommen wir das letzte Siegel. Prima. Obtained Death Seal. Dann war das doch von der Seite. Ich dachte, das wäre aus dem Twins Labyrinth raus. Na gut, geht auch so. Prima. Und wie man sieht, füllt sich unser Inventar langsam. Sehr, sehr schön. Death Seal. A stone tablet with writing that describes the destruction. Let you destroy the corresponding wall seal. Ja, damit haben wir das. Und damit können wir hier raus. Und können theoretisch hier weiter gleich rein. Und können uns nochmal was Schönes holen. Oh, wunderbar. Wo gab es noch so ein Seal, das wir nicht aktivieren konnten? Schwierig, schwierig. Oben an der Oberfläche, glaube ich, nochmal. Oder? War das? Und wo sonst noch? Wir haben doch heute schon eins gesehen. Ich glaube in der Chamber of Earth, oder nicht? So, zumindest gehen wir jetzt hier wieder hoch. Und wie gesagt, holen uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Da können wir jetzt auch entlang, genau. Wobei uns das noch gar nichts bringt. Wir können das hier öffnen. Ach, aber die Leiter fehlt uns noch. Na gut, okay. Das ist dann natürlich weniger schön. Ach, das heißt, man kann sich hier gar nicht verbauen. Doch, man kann sich verbauen. Es geht schon. Nur auf eine andere Weise, so muss man sagen. Da sind wir gerade noch hochgekommen. So, und damit aktivieren wir jetzt das letzte. Und können hier jetzt runter. Und hier bekommen wir jetzt unseren vorletzten Sacred Orb. Sehr schön. Und ja, das Wichtige ist, dass man das hier sehr, sehr früh aktiviert. Weil sobald man eine gewisse Sache gemacht hat in dem Spiel. Und zwar, ich kann es verraten, sobald man alle Endbosse getötet hat, also alle acht Wächter getötet hat, kommt man an dieses Item nicht mehr ran. Das heißt, das ist auch eines der Items, die man sich verbauen kann. Und ja, wie gesagt, sobald man alle acht Wächter getötet hat, ist es vorbei. Dann kann man das hier nicht mehr holen und hat damit also ein bisschen Leben weniger. Und ja, man kann sich ja den Dings... Also man muss sich das Death Seal auf jeden Fall holen. Nur man kann sich's verbauen, indem man das Death Seal halt erst danach holt. Deswegen war es jetzt sehr, sehr gut, dass wir das geholt haben. Okay, jetzt haben wir die Übersetzung. Wow. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet, wenn wir jetzt die Übersetzung haben. Wir können jetzt alles lesen, das heißt, wir müssen alles nochmal abgehen. Aber die Frage ist, ob ich das jetzt im Let's Play mache oder ob ich nicht bloß die wichtigen Sachen dann, mir speichere und dann euch mitteile. Wir haben ja genügend Speicherplatz. Und dann werde ich vielleicht einfach so nochmal durch die Ruinen gehen, werde mir nochmal ein bisschen Geld zusammenfarmen und werde mir dann... Wo gehe ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich nochmal zum Secret of Life. Und werde euch dann so ein bisschen mitteilen, was alles so noch zusammenkam. Vielleicht auch nochmal die Sachen, wie man das Geheimnis des Lebens öffnet. Könnte ich mir ja vorstellen. So. Jetzt können wir aber auf jeden Fall die Tafel dort oben lesen. Das machen wir, wie gesagt, gerade eben nochmal kurz.
So, oh, es ist so toll. Wisdom is buried within these walls. Hold high the emblem of proof before the palace guarded by Hell's gatekeepers. Glowing letters will shine through the darkness. The wisdom is, in fact, the virtual wise man, the keeper of the mantra. Okay. Also, Weisheit ist in die Wände, ist vergraben in den Wänden. Hold high the emblem of proof. Halte das Emblem des Beweises hoch vor dem Palast, der von den Wächtern der Hölle bewacht wird. Leuchtende Buchstaben werden durch die Dunkelheit scheinen. Die Weisheit ist tatsächlich ein virtueller weiser Mann, der nicht Besitzer, der Behüter der Mantras. Das ist sehr, sehr wichtig. Hat uns aber leider trotzdem nicht weitergebracht beim Geheimnis des Lebens.